Heute bauen wir ein Käse-Leberkäse-Burger Deluxe Kansas City Style. Also bleibt dran. Im Einsatz heute der Pitboss Navi 150, der ist tragbar und schön, wenn man den mal in den Kofferraum packen kann. Hier haben wir den bei uns zu Hause genutzt und der fängt schon an zu smoken. Ich habe das ganze Teil vorgeheizt auf 140, 150 Grad und da kommt gleich erstmal unser Leberkäse drauf. Der Dosenleberkäse von Liebholz kriegt ihr bei dosenfestival.de. Super Zeug in verschiedenen Sorten. Erstmal ab den Deckel. Und dann kommt das ganze Teil halt auf unseren Pelletgrill. Wer hatte denn die geile Idee, einen Leberkäse das erste Mal zu backen? Und zwar war das der Hofmetzger vom Kurfürsten Karl Theodor aus Wittelsbach. Und dieser kam auf die Idee, ein fein gehacktes Schweine- und Rindfleisch in Brotform zu backen. Das ist der heutige Leberkäse. 1776 hatte er diesen genialen Einfall, dass dann halt so leckerer Leberkäse nach dem Backen herauskommt. Da könnte man jetzt so schon reinbeißen, aber wir hatten da noch eine andere Idee, denn wir schneiden das Ganze schön in Würfelform so ein bisschen ein, wie so ein Zauberwürfel aus der 80er. Und dann machen wir da schön das Kansas City Gewürz von Pitboss rein. Ihr könnt natürlich auch ein anderes Grillgewürz nehmen, aber wir wollten ja Kansas City Style Leberkäse Burger machen und da haben wir uns dafür entschieden. Ich nehme diesen Wrap auch unheimlich gerne für Spare Ribs. Die kriegen dann eine richtig geile Farbe. Und der Schärfegrad passt eigentlich astrein dazu. Und den nehmen wir jetzt natürlich auch für unseren Leberkäse. Danach nochmal rauf auf den Pellegrill. Den haben wir ein bisschen runtergeregelt auf 100 Grad. Wir wollen ja nicht, dass die Gewürze verbrennen. Und um dem Ganzen noch eine etwas spezielle Note zu geben, haben wir da noch mit süß-saurer Soße das Ganze Leberkäswürfelchen geglazed. Dezent von allen Seiten schön einpinseln das ganze Teil. Und dann lässt man das noch ein bisschen so, bis sich das gut eingezogen hat, auf den Pellegrill und dann sieht das so aus, Freunde. Um noch die Röstaromen ein bisschen dran zu bringen, habe ich noch den Flamebroiler kurz aufgezogen und jetzt wird das Ganze auseinandergeschnitten. Guckt euch mal, wie der drei Käse, wie der Käse da rausläuft. Ich finde das einfach geil und es schmeckt auch einfach mega. Wenn ihr Bock habt, folgt auch gerne auf meinen anderen Kanälen. Insta, LinkedIn, Facebook, sogar TikTok bin ich dabei. Also tut euch keinen Zwang an. Als weiteren Belag hatten wir uns mal überlegt, dann machen wir mal ein bisschen Ei drauf mit dem Eierschneider schön. Ein paar Scheiben geschnitten, dass es auch für ein oder zwei Burgerchen reicht. Und dann kommen die auf die Buns, die uns der Bäckermeister Martin wieder gebacken hat. Diesmal sind es Laugenbuns. Ein bisschen Coleslaw hatten wir noch vom Tag davor. Den haben wir natürlich direkt wieder mit verbaut. Dann den Leberkäse oben drauf. Ihr seht ja immer noch den Käse. Ihr könnt da jetzt schon so reinbeißen. Dann kommt dann oben noch das Eichen drauf. Und noch ein bisschen Soße. Trocken wird es auch wegen dem Coleslaw nicht, aber die Soße haben wir auch nochmal oben drauf gemacht. Und dann Deckel drauf und das Ganze genießen. Also ich habe mal reingebissen, so schaut das Ganze dann aus. Ich kann es absolut nur empfehlen, macht's mal nach. Geht mit jedem Leberkäse, muss nicht aus der Dose sein, aber probiert es einfach aus. So Freunde, herzlichen Dank, dass ihr dieses Video bis zum Schluss geschaut habt. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann macht doch einfach ein Abo oder ein Like. Und da würde ich mich sehr freuen. Ansonsten bleibt gesund und bis bald. Euer Höhlengriller aus Höhlenhof.